Und damit herzlich willkommen zu Vampire the Masquerade Bloodlines. Es ist mir irgendwie eine Herzensangelegenheit. Ich glaube, ich habe das Spiel zum ersten Mal gespielt. Da war ich 12, wenn es hochkommt. Und ja, ich habe es nie zu Ende gespielt. Und letztens bin ich da wieder drüber gestolpert. Beziehungsweise, man kennt es bei diesem Spiel, jedes Mal, wenn irgendwo irgendwer das erwähnt, dann muss man das doch mal spielen. Oder zumindest ein bisschen darüber nachdenken. Und ja, weil ich es halt noch nie selber komplett durchgespielt habe, sondern eigentlich, ja, wie weit bin ich gekommen? Ich weiß es nicht. Gar nicht so weit. Ihr werdet es wahrscheinlich, ja, eigentlich ist es ein Blind Playthrough, wie es ja so schön heißt. Ja. Und ich möchte gar nicht so lange die Vorrede machen, weil ich glaube, diese Folge wird eh lange, denn wir sind bei der Charaktererstellung. Und bei diesem Charaktererstellung ist halt auch wieder so ein kleines Gimmick, was es früher mal gab, und dann gab es das lange nicht mehr, dann gab es das kurze Zeit wieder. Und zwar hier die erste Dings. Aber wir fangen einfach mal oben an. Ein neues Spiel beginnt mit der Erstellung eines neuen Charakters. Möchten Sie eine Reihe von Fragen dazu beantworten, welcher Typ von Vampir im Spiel Sie sein möchten, und dann das Spiel dann Ihren Charakter festlegen lassen, oder direkt zu den Charakterdetails wechseln, dort selbst Clan, Attribute und Fähigkeiten festlegen? Da ich noch so ein bisschen weiß, dass die Fragen gar nicht mal so dumm waren, gehen wir jetzt erstmal die Fragen durch. Und ja, keine Sorge, also wenn euch das nicht interessiert, dann ist die Folge wahrscheinlich heute nichts für euch, weil die komplette Folge dreht sich ausschließlich darum, dass wir den Charakter erstellen. Das kann ein wenig dauern. Also, legen wir los. Welches Geschlecht soll der Charakter haben? Da bleiben wir mal männlich. Wenn schon nicht im echten Leben, dann. Sie sind gerade in einem Club, als Sie Ihren ehemaligen Mitbewohner entdecken, der mit ihrem Zeug abgehauen ist und ihnen einen Stapel Rechnungen vermacht hat. Er ist total betrunken. Sie packen seinen Schädel und knallen ihn mehrfach gegen die Bar, rufen die Bullen. Wir sehen uns vor Gericht, Kumpel. Ja, das ist sehr polar. Also, ich tendiere da ja meistens eher zu weniger Gewalt. Deswegen rufen wir die Bullen. Sie amüsieren sich gerade im Nachtclub. Es geht ihnen fantastisch. Dann merken sie, dass sie pleite sind. Ohne Moos nichts los. Sie verführen jemanden, damit jemand ihre Drinks bezahlt, schnappen sich eine Flasche, wenn der Barkeeper gerade nicht hinsieht, gehen nach Hause, lesen ein Buch oder hören Musik. Etwas geistig Anregendes, statt in einem dämlichen Club ihr Leben zu vergeuden. ja. Ich meine, in einem dämlichen Club mit den richtigen Leuten macht das schon Bock. Und mit der richtigen Musik auch. Und mein Rechner fängt gerade an zu laden. Auch witzig. Aber wir verführen jemanden, damit jemand ihre Drinks bezahlt. noch ganz kurz dazwischen. Ich spiele das, falls ihr euch vielleicht über die Auflösung wundert. Ich spiele den inoffiziellen Patch 10.0, glaube ich. Und ja, es gibt Fanmade-Patches in der Zwischenzeit. Fand ich auch faszinierend, das zu lesen. Aber ich glaube, es gibt keine so alte Fangemeinde um irgendein Spiel wie bei diesem hier. Vor allem keine so treue? Nein, keine Ahnung, wie ich sagen soll. Auf jeden Fall, wir spielen das mit einem Patch. Ich spiele das nicht in der 1.0-Version. Und deswegen habe ich eine 16:9 Auflösung und keine 4:3. Wie es. Ich meine, das Spiel kam 4:3 noch raus. So schön auf einem alten Röhrenbildschirm. Ne? Naja. Ein Einbrecher ist in ihr Haus und in ihr Zimmer eingedrungen. Sie müssen sich ihm stellen. Sie überwältigen ihn, ringen ihn zu Boden und brechen ihm dabei so viele Knochen wie möglich, nehmen die schwere Nachttischlampe und schlagen ihm den Schädel ein, nehmen ihre Knarre und drücken ab. Genau aus diesem Grund haben sie immer eine neben ihrem Bett. Also tot oder nur so viele Knochen wie möglich. Ich sehe natürlich, worauf das Spiel hinaus will. ich sag mal, wir überwältigen ihn und brechen ihm die möglichst viele Knochen, damit er wenigstens überleben kann. Ne?
Sie sind in einem Krankenhaus und suchen den Doktor, der seine Blutzahlung nicht rechtzeitig geliefert hat. Eine Krankenschwester trifft ihnen entgegen und sagt, Sie können da nicht rein, das ist nur für medizinisches Personal. Sie stoßen sie wie eine Stoffpuppe zur Seite und setzen ihren Weg fort. Sie zeigen ihr ihre Fänge und treiben sie so in Angst um ihr Leben zur Flucht. Ja, komm. Ein bisschen Einschüchterung, ne? Schade, dass die Musik weg ist. Es ist ein bisschen still hier gerade. Bei einer Auktion werden sie bei einem makaberen Kunstwerk überboten, das sie unbedingt haben müssen. Der Gewinner ist ein Bekannter. Sie geben ihm ein paar Drinks aus und überreden ihn, es ihnen zu verkaufen, holen heimlich seinen Zweitschlüssel und lassen es wie ein Raub aussehen oder schreiben eine schlechte Kritik des Künstlers, veröffentlichen sie und warten, bis ihr Freund das Kunstwerk loswerden möchte. Das ist schön subtil, aber komm, wir bleiben mal bei Alkohol und überreden, das hat bisher funktioniert. Die Welt ist grausam und unbarmherzig, aber sie kommen zurecht. Warum? Ich lebe allein, brauch keinen, nur ich, mein Hund und scheiß auf den Rest. Oder natürlich, was wesentlich mehr der Realität entspricht, wenn man so begabt und attraktiv ist wie ich, ist die Welt ein Spielzeug. Nee, ich lebe allein, ich brauche keinen, nur ich, mein Hund und scheiß auf den Rest. Oh, Gangrel, ah. Sie empfingen den Kuss durch den Clan Gangrel. Die Gangrel werden Nomaden und introvertierte Einzelgänger genannt, scheuen die Zivilisation und ziehen lieber einsam durch die Wildnis. Sie sind für ihre unheimliche Verbindung mit dem Tier im Innern bekannt und manche sind Gestaltwandler. Okay. Die Attribute und Fähigkeiten ihres Vampirs wurden jetzt festgelegt und in den Charakterdetails eingetragen, die gleich zu sehen sein werden. Dort können sie Änderungen am Charakter vornehmen oder ihn so spielen, wie er jetzt ist. Ah, jetzt kommt eine ganze Menge an Text, habe ich so das Gefühl, weil wer das Regelwerk kennt, worauf dieses Spiel basiert, nämlich World of Darkness, der weiß, das ist dick. Da ist eine Menge hinter. Und deswegen werden wir hier jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr lesen. Oder ihr werdet zuhören, ich muss meine Stimme ölen. Naja, das sind ihre Attribute und Fähigkeiten, von denen ihre Begabungen abhängen. Attribute stellen ihre persönlichen Charakterzüge dar und sind in drei Kategorien unterteilt. Körperlich, gesellschaftlich und geistig. Fähigkeiten sind Dinge, die sie erlernen könnten. Ebenfalls in drei Kategorien aufgeteilt. Talente, Fertigkeiten und Kenntnisse. Mitglieder des tierhaften Clans Gangrel sind dem Tier in sich sehr nahe, weshalb ihre stärksten Attribute die körperlichen sind. Hier können sie zwei Punkte verteilen. Sie können einen Punkt auf geistige und keinen Punkt auf gesellschaftliche Attribute verteilen. Gesellschaftliche Attribute sind die schwächsten der Gangrel. Bei der Fähigkeit haben die Gangrel einen Vorteil mit kriegerischen Fähigkeiten. Hier können sie drei Punkte verteilen. Sie haben nur durchschnittliche Fähigkeiten bei den Talenten, 2, und schwache bei den Kenntnissen, 1 Punkt. Begabungen sind das, was man im Spiel kann. Begabungen beziehen sich auf die Verbindung eines Attributs und einer Fähigkeit. Die Begabung Schlösserknacken bezieht sich beispielsweise auf das Attribut Geschick und die Fähigkeit Sicherheit. Halten Sie den Mauszeiger bei einer Begabung, werden das Attribut und die Fähigkeit, auf die Sie sich beziehen, hervorgehoben. Sie sind Mitglied des Clan Gangrel, ja, der von allen Vampiren seiner inneren Natur am nächsten ist. Weil der Gangrel haben ein leidenschaftliches Verhältnis für das Tier in ihrer Seele und verbringen die Nächte lieber in Gemeinschaft mit den Tieren, denen sie nacheifern. Ihre Disziplinen sind Tierhaftigkeit, also tierische Gemeinschaft, Seelenstärke, vampirische Widerstandsfähigkeit und Gestaltwandel, Änderung des Aussehens. Das da oben ist ihre Menschlichkeit. Der Wert 7 ist die Norm, 10 ist heilig. Je geringer der Wert wird, desto näher kommen sie in dem Tier in sich. Je geringer die Menschlichkeit, desto höher ist das Risiko der Raserei. Wenn ein Vampir in Raserei verfällt, verliert er komplett die Kontrolle und greift alles und jeden um sich herum an. Hier wird die Anzahl der Maskeradebrüche angezeigt. Die Maskerade ist ein Kodex, nach dem viele Vampire ihr Dasein regeln. Jedes Mal, wenn ein Vampir von einem Sefskind
Seetskind bei einer übernatürlichen Tat gesehen wird, gilt das als Bruch der Maskerade. Dieser wirkt sich auf die Außenwelt aus. 5 Brüche sind erlaubt. Danach wird man sich streng bestrafen. Mit anderen Worten, höchstwahrscheinlich, hier wäre es das Spiel vorbei. Hier werden Informationen angezeigt, ja. Mit dem Auto, mit dem Button Autoverteilung ein aus, können Sie einschalten, ob der Computer die Erfahrungspunkte, die Sie im Spiel verdienen, auf die einzelnen Attribute, Fähigkeiten und Disziplinen aufteilen soll. Oder ob Sie das selbst machen möchten. Mit dem Button Werten zurücksetzen, können Sie verteilten Werte wieder zurücknehmen und bla, das kennt man ja. Also, jetzt erstmal das absolut Wichtigste. Wenn der heißt nämlich Unbend. Nein. Salazaran. Ja, ich kann es schreiben. Salazaran. So, haben wir das schon mal erledigt. Also, wir sind da dieses Tierchen da im Hintergrund. Ich finde es ganz gut, dass ich... Also hier kann man nochmal auswählen. Hier sieht man auch, da sind ein paar mehr dabei. Aber wir bleiben halt die Gangrel, wie auch immer. Ich habe vorher nicht gesagt, wenn uns das Los jetzt zu einem Nosferatu gemacht hätte, hätte ich das dann doch geändert. Hauptsächlich, weil, ja, mit einem Nosferatu ist es ein bisschen schwierig. Also, Hintergrund. Was haben wir denn? Chupacabra. Wir sind der, wie heißt es? Der Ziegensauger. Homosexuell? Nee. Umweltaktivist? Sagt er denn da? Schon immer fühlten sie sich eher zu Menschen ihres Geschlechts hingezogen, auch wenn noch immer viele Menschen damit Probleme haben. Vielleicht sieht die Vampirgesellschaft das ja anders. Wie alt das Spiel einfach ist, und das ist immer noch klar. In ihrem früheren Leben waren sie Greenpeace-Mitglied und damit für den Schutz der Umwelt gekämpft, sind auf Walen geritten und auf Kernreaktoren geklettert. Da musste man sich schon mit Ursache und Wirkung auskennen. Ändern Sie die Rangfolge Ihrer Fähigkeiten in Kenntnisse, Talente, Fähigkeiten? So, guck mal hier, jetzt gehen wir da 3, 1, 2. Und wenn ich das wegmache, haben wir hier 2, 3, 1. Ah. Ist gar nicht so schlecht, weil Computerwissen, ich erinnere mich, ist gar nicht mal so eine verkehrte Sache. Naja. Ihr Glaube fußt auf gnostischem Pantheon und sie sind sehr naturverbunden. Ändern sie die Rangfolge in geistig, körperlich, gesellschaftlich. Leichenbeschauer? Sie wissen die Ironie zu schätzen. All diese Nächte in den hallenden Stillen mit den Hüllen früherer Menschen. Es hatte immer etwas Schicksalhaftes. Eines Nachts ist es passiert. Endlich. Eine Leiche. Ein verdammt gut aussehendes Exemplar, dachten sie noch, wachte auf. Da auch wieder die Reihenfolge geändert. Ex-Bulle. Oh, sie beginnen. Sie waren ein echt guter Kopf, bis ein Verrückter ihnen ein Messer in die Wirbelsäule gerammt hat. Seither sind sie an den Schreibtisch verbannt. Sie beginnen mit einem Punkt in Schusswaffen und einem in Einschüchterung. Sie können niemals ihre Widerstandsfähigkeit über 3 steigern. Nö. Perverser, das ist doch gut. Sie lieben Frauen. Mein Gott, wie sie Frauen lieben. Sie lieben jedes Stück von ihnen. Ja, ihr Interesse wurde nie erwidert, aber naja. Im Untod sind ihre unterdrückten Neigungen wieder aufgetreten. Sie erhalten mehr Blut, wenn sie von einem Menschen des anderen Geschlechts trinken. Leider hat der Untod ihnen keine bessere Persönlichkeit verpasst. Sie können Ausflüchte nicht über 1 steigern. Okay. Nee. Lassen wir mal. Gerüchten nach stammen sie vom legendären Chupacabra ab, einem blutgierigen Teufel, der seit Generationen das mexikanische Hinterland terrorisiert. Der Wahrheitsgehalt dieser zweifelhaften Ehre ist unmöglich festzumachen, aber sie haben starke tierische Instinkte. Sie beginnen mit einem zusätzlichen Punkt Gestaltwandel. Leider hat ihnen ihr mutmaßlicher Vorfahrt möglicherweise auch einen Defekt hinterlassen. Sie können ihre Disziplin, Seelenstärke nie über 3 steigern. Bei einem Punkt Gestaltwandel finde ich schon interessant. Ne? Insektoid. Vielleicht ist es der vage Zwang, ein Netz zu spinnen. Oder dass sie sich manchmal dabei ertappen, nicht vorhandene Frühler zu benutzen. Aber irgendetwas sagt ihnen, dass ihr Gangrelblut außergewöhnlich ist. Sie können die Wirkungsdauer von Gestaltwandel und Seelenstärke verlängern. Leider ist ihre Natur noch weniger menschlich als die des durchschnittlichen Gangrel.
Sie können Geistesschärfe, Charisma, Erscheinungsbild und Tierhaftigkeit nicht über 3 steigern. Oha. Es wird immer weniger, ne? Als Nachkomme nomadischer Vampirkrieger wurden sie mit extremer Ausdauer geboren. Sie beginnen mit zusätzlichen Punkten in Widerstandsfähigkeit und Seelenstärke. Das Blut der Ander ist jedoch nicht von diesem Land. Daher ist der Geist nicht mit den herkömmlichen Fauna verbunden. Tierhaftigkeit ist für sich schwieriger zu steigern. Nö. Nähe zum Tier, das ist schon eher. Nachdem sie den Kuss erhalten haben, waren sie mehr im Einklang mit dem Tier in ihnen. Diese Affinität macht sich nun körperlicher bemerkbar. Sie können Tierhaftigkeit leichter steigern, aber andere finden ihre Erscheinung unangenehmer, vor allem Kainskinder. Okay, die anderen Vampire mögen uns dann nicht. Und Kiffer. Wissenschaftler behaupten, vom Haschischrauchen würde man dümmer. Vielleicht erklärt das ihr schlechtes Erinnerungsvermögen. Sie vergessen oft Namen und andere Details. Allerdings haben sie dadurch auch eine entspannte, gelassene Haltung gegenüber dem Unleben. Sie erhalten einen Bonus auf Rasereiwürfe. Oh, ich weiß überhaupt nicht, was ich da nehmen soll. Ich mach mal Umweltaktivist, einfach so. Weil ich finde, Kenntnisse, dass wir hier Computer halt ein bisschen besser machen können. Einfach nur, weil das ist so ein bisschen, was ich von dem früheren Spiel noch kenne. Ah, das oder Nähe zum Tier? Komm, wir machen Nähe zum Tier, dann mögen uns die anderen Vampire nicht. Das ist doch toll. Entschuldigung, kein Intro. Nee. Also ja, das jetzt alles durchgehen, klar, Körperkraft ist ein Maß der körperlichen Fähigkeit, Geschick ist Geschick, Widerstand ist Widerstand, kennt man, Charisma, ja, Charisma, da mache ich sofort 2 Punkte drauf. Kann ich das? Nee. Gesellschaftlich darf ich gar nicht. Ah, ich dachte gerade Attribute 3, aber auf gesellschaftlich darf ich überhaupt nicht. Schade, schade. Charisma, Manipulation und Erscheinung. Ah, ich kann überhaupt nicht verführen, das ist ja doof. Was war denn das? Verführen ist nur Erscheinung und Ausflüchte. Schade. Wahrnehmung, Intelligenz und Geistesschärfe. Intelligenz ist sehr wichtig für Recherche und Einschüchtern. Komm, wir machen einen auf Intelligenz. Körperkraft und Widerstandsfähigkeit, damit wir ein bisschen überleben. So, Handgemenge ist halt mit bloßen Fäusten zu kämpfen. Ausweichen ist Ausweichen. Einschüchtern ist Einschüchtern, kennt man. Ausflüchte mache ich 2. Weil ich versuche halt immer viel mit Reden zu erreichen. Ist gar nicht so verkehrt. Schusswaffen, Nahkampf, Sicherheit. Ah, Sicherheit ist Schlösser und Sicherheitssysteme. Ja, wir machen 2 auf Heimlichkeit, einen auf Sicherheit. Ich bin da manchmal sehr schnell. Computer. Ja, Computer ist für Hacken natürlich. Wie gute Finanzen sind nötig für die Begabung Feilschen. Das weiß ich nicht, ob das so wichtig ist. Ein Maß für die Fähigkeit ihres Charakters, kleinste Details zu hören. Dafür, ja, akademisches Wissen, das sehe ich bei dem jetzt auch nicht unbedingt. Komm, wir machen einen auf Computer. Wir sind der starke Nerd, man kennt es. So, und einen darf ich hier hinsetzen. Da mache ich jetzt Tierhaftigkeit, weil ich gerne mein Tier in mir verbessern will. Schauen wir mal kurz, was wir hier haben. Waffenlosenkampf und Bewaffnetenkampf relativ gleich. Und Verteidigung. Ja, Fernkampf werden wir wahrscheinlich eh nicht so stark werden, weil wir eher schnell dahin kriechen, wo wir hin müssen. Schlösserknacken, Schleichen, Hacken 3, 4, 4. Das ist gar nicht schlecht. Für den Anfang vermute ich. Guck mal, Verführen haben wir jetzt auf 3. Absorption. Schwer heilbar. Kein Schaden durch Klauen, Zähne, Feuer oder Elektrizität. Schwer heilbarer Schaden kann töten. Vampire können sich im Kampf mit der Begabung Verteidigung gegen Klauen oder Zähnen wehren. Zähnen. Zähne wehren. Sind jedoch hilflos gegen Feuer und Elektrizität. Schwer heilbarer Schaden kann auf übernatürliche Weise aber kaum durch Kleidung oder Rüstung absorbiert werden. Das ist schlecht. Okay, aber hier Schlagschaden 3. Das andere ist durch Klingenwaffen. Da müssen wir wahrscheinlich dann drauf aufpassen.
Aber sonst sehe ich das nicht so. Ja, ihr seht, ich bin jetzt ein bisschen durchgehastet, weil dass das so leise ist, das finde ich ein bisschen bedrückend. Und von daher ist es auch tatsächlich eine relativ normale Folgenlänge. Ich dachte, das wird ein bisschen länger dauern. Aber ich denke, wir werden dann im Laufe des Spiels wahrscheinlich mehr erahnen können, was die Begabungen und alles so machen. Und deswegen sage ich mal, fangen wir jetzt mit dem Spiel an. Und ja, für die, die sich hier durchgekämpft haben, das war wahnsinnig interessant. Ich entschuldige mich dafür, aber es gehört ja auch dazu und damit ihr auch wisst, warum ich ein Gangrel spiele. Ne? Von daher, danke fürs Zusehen und hoffentlich viel Spaß mit dem Spiel. Ich hoffe, ich habe auch Spaß und werde nicht die ganze Zeit nur fluchen, weil ich erinnere mich daran, dass das ja mit dem Herausfinden, wo man jetzt genau hin muss, manchmal ein wenig problematisch ist. Aber wir werden es, glaube ich, zusammen sehen. Bis dahin, vielen Dank und bis bald. Tschüss.